Winterjacke, Hosen, Händchen. Im Murtner Fachgeschäft Mondosport hängt alles noch in den Gestell. Auch im Ausverkauf müssen sie zwangsläufig schon mitziehen. Zum einen, weil es die grossen Ketten schon machen, und zum anderen müssen sie ihre Sachen auch noch an die Leute bringen. Ausschlaggebend für die durchzogene Saison ist nach dem Heinz Ecker nicht der fehlende Schnee, sondern das schlechte Wetter. Wir haben in den letzten Jahren auch mit wenig Schnee wunderbar können, unsere Artikel verkaufen. Unsere Kunden gehen auch gleich in die Natur raus. Aber das Problem ist, wenn wir natürlich in den Wintermonaten von 10, 12 Wochenenden wie Lauberhorn und Adelboden kein schönes Wetter haben, dann braucht es einfach einen Bruchteil davon. Das ist ein Achtel, das ist gar nichts in dem Sinn. Weil der Schweizer Kunde braucht Sonne, der muss am Donnerstag am Abend, bevor er ins Wochenende Sonne sieht. Und von der Sonne ist es in diesem Winter zu wenig gewesen, obwohl zum Murten der Start der Saison noch vielversprechend ausgesehen hat. Auch bei den Alltagsmoden ist das Geschäft mit den Winterkleidern nur verhalten gelaufen diese Saison, wie uns Marianne Kocher, die Mitinhaberin von Kochermoden, zu Arberg erzählt. Es ist so, dass am Anfang wirklich noch recht stark gelaufen ist, aber das ist viel so, wenn einfach die Mode neu anspricht, dann kauft man es nicht, weil man es braucht, sondern weil es einem einfach gefällt. Und nachher war es aber sehr lang, September, Oktober, noch recht warm gewesen, und dann ist es ein bisschen schwieriger geworden. Im Dezember ist es dann aber wieder besser gelaufen. Vor allem im Vergleich zum 2021, wo auch noch die Pandemie aktuell war. Der Winter dann war aber schön gewesen. Die Kleiderläden haben aus diesem Grund vor einem Jahr auch viel eingekauft für die Saison 2022-2023. Profitieren davon kann das Sports Outlet Factory Zlis. Wenn viel produziert wird, ist es sicher immer gut für uns, weil dann spielt es auch wieder eine Liquid-Ware auf dem Markt, was in den letzten Jahren ein bisschen weniger ist der Fall war aufgrund von bekannten Gegebenheiten. Und durch das sehen wir da eine positive Zukunft, dass wieder mehr produziert wird im asiatischen Raum und durch das auch wieder mehr Ware auf dem Markt wird sein. Aber auch zu Lys ist der Winterverkauf nur durchschnittlich gelaufen. Die Hoffnung ist jetzt, dass es noch ein paar schöne Wintertage gibt, wo noch etwas weggeht.